Ja, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Erdzeichen, Steinbock, Stier, Jungfrau. Es ist wieder Mondzeit, diesmal Vollmondzeit am 18.03. Ja, ein kraftvoller Vollmond, wie ich das jetzt auch hier schon so spüre. Und ich möchte gern mit dir wieder in diese Energie schauen, was sich da so zeigt, was so die Themen sind. Und lass uns direkt loslegen. Lass uns direkt hinspüren, welche Energie sich in dir öffnen möchte, was da ja in dir zum Vorschein kommen möchte. Ich kann es gar nicht anders sagen. Also dieser Vollmond möchte hier ein Licht in dein Leben werfen, habe ich so das Gefühl. Ich weiß noch gar nicht, in welche Richtung ich die Karten nehme. Und da kommt schon eine Karte für dich. Ja, Change. Die Verwandlung, die Veränderung. Hoppsa. Und ich glaube, es geht hier auch um die Zyklen, dass die Zyklen der Veränderung erkannt werden dürfen. Neuanfänge bringen Herausforderungen mit sich. Ja, Verwandlungen und jeder Abschnitt deines Lebens bringt Herausforderungen mit sich. Altes möchte beendet werden, Neues, was vielleicht sogar auch schon kraftvoll vor deiner Tür steht, wird sichtbar. Und ich möchte jetzt mal schauen, wie diese Veränderungen sich zum Ausdruck bringen möchten. Wir sind in einer Zeit der kraftvollen Veränderungen schon, ja, ein, zwei Jahre und viele schon viel länger. Und es sieht auch gerade so aus, als wenn die Veränderung nicht wirklich etwas Positives bringen würde. Es sieht so aus. Und doch habe ich das Gefühl, dass wirklich Positives da zum Vorschein kommen möchte, auch für dich, liebes Erdzeichen. Und ich möchte jetzt hier mit dem Heaven and Earth Tarot, ich muss jetzt erst schauen, wie es überhaupt heißt, in die Energie schauen, in das Thema, in das, was unbewusst ist, was dir bewusst ist, was vergangen ist, das Neue, was ich stärken darf, all die unterstützenden Energien, all das, was der Vollmond hier beleuchten möchte. Gib mir bitte eine klare, deutliche Botschaft für meine Erdzeichen, für diesen Vollmond, sodass die Veränderung hier wirklich, wirklich kraftvoll sein kann. So, lass uns starten, lass uns schauen. Das Thema. Die drei der Kelche, die Fülle, die Freude, das Feiern, Abundanz, also hier die wirklich die Fülle. Ja, eine freudvolle Zeit und vielleicht auch eine Zeit, in der du deine Veränderung feiern darfst, in der du ja dich mit anderen zusammentun darfst, um eben diese Veränderung, diese Lebendigkeit zu feiern. Und wir gehen ja auch auf die Frühlingstag- und Nachtgleiche zu. Also das Licht nimmt noch mehr zu jetzt. Wir stehen da an diesem Nullpunkt, an dieser Balance. Licht und Schatten oder Tag und Nacht sind gleich lang und dann werden die Tage länger, wesentlich länger und das Licht immer leuchtender und strahlender. Und das ist wahrlich ein Grund zum Feiern. Was liegt im Unbewussten für die Erdzeichen? Ja, die neun Stäbe im Unbewussten. So das Gefühl, ist das jetzt wirklich wahr?
ich stehe doch hier, ich muss doch kämpfen. Und vielleicht hältst du hier auch unbewusst diese Freude auf Veränderung noch in dir zurück. Vielleicht spürst du noch nicht so ganz diese Freude, weil da unbewusst noch dieser Kampfmodus ist, weil da unbewusst noch Grenzen gezogen sind. Vielleicht hast du dich sogar auch von dieser Freude, von dieser Veränderung, die jetzt in dein Leben treten möchte, abgegrenzt. Was ist dir bewusst? Wow, der König der Stäbe. Ja, bewusst ist dir hier schon mal, und das finde ich sehr, sehr kraftvoll, deine Power, dein Leuchten. Das darf dir jetzt mehr und mehr bewusst werden. Diese Lebendigkeit, diese Tatkraft. Und vielleicht ist es jetzt genau auch der Moment für dich mit diesem Vollmond, dass du aus einer gewissen Starre heraustrittst, dass du wirklich sagst, okay, ich gehe jetzt hier für mich, für meine Veränderung, für die Freude, die daraus entsteht, für ein neues Miteinander. Was liegt im Verborgenen und darf sich erlösen? Die 6 Münzen, sehr, sehr spannend. Und ich finde es wunderschön, dass das jetzt hier auftaucht. Das, was ich nämlich erlösen darf, ist, dass du dein Licht nicht mehr unter den Scheffel stellen brauchst, nicht mehr stellen musst, und dass du jetzt wirklich hier in diese Fülle der Veränderung eintauchen darfst. Vielleicht hat dich das sogar auch bisweilen erschöpft, und du hier hast hier vielleicht sogar auch einiges von deiner Energie zurückgehalten, weil du dachtest, das ist zu viel. Schau wirklich, vor allen Dingen, wir haben hier auch diese Balance, diese Waage, dass du auch in dir im Ausgleich bist, dass auch in dir da sozusagen Licht und Schatten in einer Balance sind und dass dieses Licht, dieses Leuchten, diese Kraft in dir jetzt nochmal mehr zum Ausdruck kommen darf. Zum Ausdruck kommen darf. Was ist neu? Was darf sich stärken? Ja, die 3 Schwerter dürfen sich stärken. Naja, nicht in dem Sinn, dass du hier noch mehr Herzschmerz erleiden sollst oder da noch mehr in den Kummer gehen sollst. Nein, all das unter der Prämisse der Change, der Veränderung, also dieser Herzschmerz darf verändert werden. Und das, was sich stärken darf, ist, so wie ich das jetzt hier wahrnehme, dass dein Herz über diese vielen Veränderungen hin ja auch gewissen Schmerz erfahren hat, dass da vielleicht Narben sind und dass du dennoch für dich einstehst, dass da dennoch diese Freude in dir auftauchen darf, nämlich, dass dieser Herzschmerz jetzt endlich erlöst wird. Das darf sich stärken. Da darfst du wirklich für dich ganz klar die Entscheidung treffen. Wir schauen mal weiter und ich kläre auch diese 3 Schwerter dann in der Fortsetzung nochmal ab. Mach dir hier nicht zu viele Gedanken, dass da ein massiver Herzschmerz auf dich zukommen könnte. Ich glaube vielmehr, dass es darum geht, jetzt diesen Schmerz loszulassen und wirklich in die Heilung einzutauchen. Das, was unterstützend ist, ja, die 5 Stäbe, dein Feuer. Dein Feuer, deine Kreativität auch. Ich glaube auch, dass es hier mit den 5 Stäben darum geht, nochmal mehr auch hier zu den 3 Kelchen hin, nämlich in einer Gemeinschaft etwas Neues zu kreieren.
Die fünf Stäbe, das können Rangeleien sein, ja. Es kann aber auch sein, dass du mit diesen fünf Stäben, mit diesen fünf Personen vielleicht auch da etwas Neues aufbaust. Wobei die fünf immer ein bisschen kritisch ist, wo es da dennoch zu Rangeleien kommen kann. Aber diese unterstützen dich einfach auch mehr in deinem Feuer anzukommen, mehr in deiner Fülle und in dieser Veränderung anzukommen. Was darf sich jetzt klären? Wow! Die Königin der Stäbe, ja, das Powerpaar hier. Und da ist ganz viel Lebendigkeit, ganz viel Leidenschaft zu spüren, ganz viel Wachstum auch. Wachstum sozusagen aus diesem Alten herauszuwachsen, wirklich komplett in diese Veränderung hineinzugehen. Ich bin echt gespannt, was die nächsten Karten hier sagen. Der Impuls deiner Seele, die vier Münzen, die Stabilität, aber auch das Festhalten. Und ich glaube aber, liebes Erdzeichen, dass es hier viel mehr um Stabilität geht, dass es hier um deine Grundfeste geht, die dir Stabilität geben. Gerade weil wir hier auch so viel Feuerenergie liegen haben, die vielleicht für dich in gewisser Form auch ungewohnt ist, brauchst du hier ein Stück weit Stabilität. Du brauchst diese Erdung, sodass du dich gut spüren kannst. Und dich gut spüren, das heißt eben auch das zu spüren, wo du dich da noch abgrenzt, wo du da mit anderen etwas Neues aufbauen möchtest, wo hier diese Veränderung kommt. Und in der Veränderung einen gewissen Halt zu haben, das ist sehr, sehr unterstützend. Und sehr, ja, eben auch als Impuls deiner Seele, da wirklich auch gut auf dich zu achten. Das Geschenk des Vollmondes. Oh, ja. Ja, und da feiert wieder der Steinbock Aszendent in mir. Es ist deine Kraft, liebes Erdzeichen, die hier aktiviert werden möchte. Deine Kraft, der Impuls deiner Seele. Halt an deiner Kraft fest. Halt an deinem Feuer fest, an deiner Lebendigkeit, an deiner Leidenschaft. Ich finde es so genial und erlaubt dir diese Veränderung, die jetzt ansteht. Und ich möchte auch gerne die Unterseite des Stapels hier mit dazulegen. Wow, die neun Kelche. So schön. Und wir haben jetzt hier für dich, liebes Erdzeichen, ganz kraftvolle Energien. Wir haben nämlich alle Elemente auf dem Tisch liegen und alle Elemente sozusagen, die dich hier erfüllen. Klar wirst du dir hier über das ein oder andere Thema Gedanken machen und die Veränderung, ja, vielleicht in dir mehr willkommen heißen. Vielleicht grenzt du dich ein bisschen mehr von deinen Gefühlen ab und dennoch bist du bereit, hier wirklich zu transformieren, weil auch die neun Quatsch, die fünf Stäbe mit dem Feuer, auch hier König und Königin der Stäbe mit dieser Feuerenergie, die schicken wirklich da dieses transformierende Feuer mit hinein. Alles ja für deine Veränderung, für dieses aus dir selbst heraus erwachsen, deine Kraft aktivierend und ich finde es total spannend und ich glaube auch, liebes Erdzeichen, du darfst ein bisschen über dich hinauswachsen, auch ja, in dir stabilisiert sein, in dir verankert sein. Jetzt bekomme ich wieder Schluck auf, finde ich toll. Aber du darfst
auch über dich hinaus wachsen. Das, denke ich mal, ist wirklich die Veränderung, die Verwandlung hier. Und du darfst dich feiern. Und ich möchte jetzt in der Fortsetzung mal eine Ebene tiefer schauen, wie sich das Ganze gestaltet. Ich werde jede Karte hier nochmal abklären, jede Botschaft, um mal hinzuspüren oder einen tieferen Aspekt dieser Veränderung zu erspüren. So rum muss ich es ausdrücken. Ja. Mein liebes Erdzeichen, ich wünsche dir einen sehr, sehr kraftvollen Vollmond. Und ja, den Link zur Fortsetzung findest du wie immer unten in der Infobox. Und ja, super spannend. Alles Liebe zu dir.